charmant lächeln. So, jetzt sind wir live dabei. Ich hoffe, Sie verstehen mich alle gut. Mein Name ist Kerstin Kuttner, ich bin Kreißsaalleitung im Krankenhaus Neuwerk. Viele kennen mich mit Sicherheit mittlerweile schon. Mit Sicherheit sind auch welche dabei, die jetzt nicht das erste Mal dabei sind. Unsere Online-Touren hier, ob auf der Wochenstation oder die Pädiater, die schon mal was erzählen oder vielleicht auch ein ganz anderes Thema, Inkontinenzbeschwerden hatten wir schon als Thema. Also wir haben viele, viele Themen für Sie. Die ganze Zeit jetzt seit Corona ist bereit und versuchen mit Ihnen online in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, die ein oder andere hat mit Sicherheit schon mal zugesehen. Und die, die neu dabei sind, herzlich willkommen, immer dranbleiben. Und ja, heute ist das Thema Tipps zur Geburt. Ja, jetzt bin ich ja Hebamme und möchte Ihnen was über die Geburt erzählen und jetzt sitze ich hier. Das ist nämlich unser Chefzimmer. Mein Chef weiß auch gar nicht, dass ich heute in seinem Zimmer sitze. Also Chef, wenn Sie zusehen, Ihr Raum ist hier sehr schön und man kann auch schön bequem hier sitzen. Ja, aber es hat natürlich einen Grund, warum ich hier bin, weil der Kreißsaal nämlich heute wirklich gebraucht wird, sagen wir es mal so. Also die Räumlichkeiten werden gebraucht, weil viele, viele Schwangere heute da sind, die ihre Babys gebären wollen und die wollen wir natürlich nicht stören. Da wollen wir den Kolleginnen die Räumlichkeiten heute lassen und auch den Frauen die Räumlichkeiten lassen und deswegen haben wir uns zurückgezogen ins Zimmer meines Chefs und ja, und ich werde Ihnen einfach von hier aus so ein paar Sachen zur Geburt erzählen. Sie durften ja im Vorfeld Fragen stellen, da werde ich auch gleich noch was zu sagen und beantworten. Und wieder mal die Aufforderung, jederzeit jetzt auch noch Fragen zu stellen. Meine Kollegin hinter der Kamera wird mir die dann benennen, damit ich auch im Laufe jetzt auf Ihre Fragen eingehen kann und die auch beantworten kann. Also seien Sie fleißig dabei, fleißig Fragen stellen, damit ich in der halben Stunde so viel wie möglich beantworten kann. Ja, dann würde ich einfach sagen, ich fange mal mit der ersten Frage auch an. Da kam eine Frage zum Hypnobirthing-Kurs beziehungsweise ob Hypnobirthing bei uns im Kreißsaal möglich ist. Jetzt nur mal ganz kurz so am Rande, was ist Hypnobirthing? Das ist halt eine Art der Schmerz oder sagen wir mal so, das ist eine Art der Geburtsvorbereitung, also das macht man vor der Geburt, um gut durch die Geburt zu kommen, um vielleicht mit der einen oder anderen Situation, gerade auch mit den Wehen unter der Geburt gut klarzukommen. Das muss man allerdings vorher lernen und vorher üben. Das kann man nicht, also Sie hören ja schon Hypno, ne? Birthing ist klar, also Hypno, das heißt nicht, dass Sie in den Kreißsaal kommen und sagen, ich möchte gerne Hypnobirthing machen und ich fange dann an, Sie zu hypnotisieren. Also so geht das nicht. Das wäre schön. Nee, Sie müssen das tatsächlich vorher in Kursen erlernen und zwar ist das eine Technik, wo man relativ in eine tiefe Trance oder aber auch in eine tiefe Konzentration geht, um halt mit den Wehen gut klarzukommen und mit den Geburtsphasen gut klarzukommen. Und das muss man tatsächlich üben. Und hier ist ein Paar, was das halt im Kurs jetzt erlernt hat und auch gerne natürlich dann unter der Geburt anwenden möchte und fragt, ob das hier bei uns im Kreißsaal möglich ist. Ja, das ist möglich, weil eine Kollegin und ich sind Hypnobirthing ausgebildete Kursleiterinnen. Wir bieten das also theoretisch selber an und das ganze Team und die Ärzte sogar haben wir auch schulen lassen. Also eigentlich wissen wir alle Bescheid und demnach können Sie gerne zu uns kommen und wir versuchen Sie so gut wie es geht, Sie darin zu unterstützen. Ja, was kann man noch so machen? Fangen wir doch mal von ganz vorne an.
Meine Kollegin winkt schon, bevor ich hier von vorne anfange, ja. Aus gegebenem Anlass die Frage, was macht ihr denn, wenn alle Kreissäle belegt sind? Ja, ich wusste, dass die Frage heute kommt. Also ich wiederhole sie nochmal. Aus gegebenem Anlass, was machen wir, wenn alle Kreissäle voll sind? Ne? Klar, wenn wir jetzt hier sitzen und drüben ist gerade, sind die Räumlichkeiten gut belegt, dann ist die Frage natürlich auch berechtigt. Sagen wir mal so. Wir kennen das nicht anders. Geburtshilfe ist nicht planbar. Und deswegen gibt es Tage, wo wir viel Zeit haben und mal unseren ganzen Kram aufräumen und alles mal wieder neu sortieren und so. Und dann gibt es halt Tage wie heute, wo sich die eine oder andere Frau anscheinend irgendwie verabredet hat, um bei uns zu gebären. So ist das Leben in der Geburtshilfe. Also das kennen wir und demnach können wir da auch gut mit umgehen. Wir sind eigentlich kleine Organisationstalente, um zu gucken, wer braucht den Raum, wer kann noch ein bisschen laufen, vielleicht geht noch jemand in die Badewanne zwischendurch. Das ist einfach so eine Organisationsfrage und ich kann Ihnen sagen, wir kriegen es irgendwie immer hin. Manchmal steht man da und fragt sich, wie haben wir das jetzt hingekriegt, aber man kriegt es irgendwie immer hin. Also Sie brauchen keine Angst haben, dass wir keinen Kreißsaal für Sie haben und Sie irgendwie auf dem Flur oder so entbinden müssen. Das ist noch nie passiert, außer vielleicht, wenn Frauen gerade von draußen reinkommen und es nicht mehr schaffen bis in den Kreißsaal. Das gab es tatsächlich schon mal, aber nicht, weil wir keinen Raum frei hatten. Also das kriegen wir irgendwie immer hin. Noch eine Frage? Ist auch Lachgas während Corona möglich? Da kommen wir schon zum Detail. Ne? Es wird gerade gefragt, ob Lachgas in der Zeit Corona möglich ist. Ja. Das war jetzt auch ein Thema, was wir immer wieder hatten. Und zwischendurch hatten wir auch schon das Thema Schmerzlinderung unter der Geburt. Ja, also Lachgas ist möglich. Wir haben uns da erkundigt und auch mit der Firma gesprochen. Und Lachgas ist möglich, weil der Filter und auch die Maske immer ausgetauscht wird, von Patientin zu Patientin natürlich. Regelmäßig die Schläuche immer ausgetauscht werden. Demnach ist das möglich, außer sie sind Covid-19 positiv. Dann ist das nicht möglich, aber das wissen wir ja im Vorfeld, weil wir ja alle testen hier mit einem Schnelltest und ansonsten ist Lachgas möglich. Wie ist das mit den Masken? Wer trägt hier wann eine Maske? Ja, wer trägt hier wann eine Maske? Also, wir tragen eigentlich alle eine Maske, außer wir haben jetzt hier die Fenster ein bisschen auf Kipp. Meine Kollegin ist ja, gute 2, 2,5 Meter von mir entfernt und ich sitze dann hier alleine, dann durfte ich meine Maske, sie liegt da, abziehen. Aber ansonsten tragen wir hier alle Maske und auch Sie. Also bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Wenn Sie ins Haus kommen, tragen Sie und Ihre Begleitperson eine Maske. Wie es jetzt beim Einkaufen ist, entweder eine FFP2-Maske oder halt eine medizinische Maske. Also diese hier. Diese blauen. Oder manchmal sind sie auch rosa. Das Einzige, wo keine Maske getragen wird, und darauf komme ich jetzt auch, jetzt ist ein bisschen durcheinander, sonst wäre ich später drauf gekommen, das ist Sie als Entbindende unter der Geburt, brauchen keine Maske zu tragen. Ja, also das ist, Sie brauchen eh ein bisschen mehr Luft, ne? Das ist so ein bisschen wie Sport treiben, die Geburt. Und deswegen brauchen Sie unter der Geburt keine Maske zu tragen. Das ist die einzige Ausnahme. Wenn das Baby da ist, muss die Maske halt, wenn Sie den Kreißsaal verlassen, wieder auf. Und wenn Sie dann hinterher auf der Wochenstation sind, müssen Sie die Maske tragen. Sie müssen die Maske jetzt nicht, wenn Sie jetzt irgendwie ein Familienzimmer haben oder so, nicht im Zimmer tragen. Aber sobald Sie das Zimmer verlassen oder aber auch eine andere Person, sprich der Arzt oder die Hebamme, Krankenschwester auf der Station, den Raum betritt, bitte dann die Maske aufsetzen. Jetzt ist noch meine Frage dazu gekommen zum Thema Lachgas. Muss man das anmelden vorher, dass man mit Lachgas entbinden möchte? Nee, also das brauchen Sie nicht anmelden, weil in jedem Raum, in jedem Entbindungsraum steht eine Lachgasflasche, und Sie können einfach unter der Geburt, wir sprechen ja auch miteinander und wenn Sie sagen, vielleicht ich hätte jetzt was gerne gegen Schmerzen und dann klären wir Sie auf, was wir vielleicht jetzt in der Phase gut machen können oder was man ausprobieren kann, und dann können Sie auch äußern, wenn Sie gerne mal Lachgas ausprobieren wollen. Wir beraten Sie dann und zeigen Ihnen auch, wie es geht.
Nur vielleicht so am Rande mal, weil manche vielleicht gerade große Augen kriegen und sagen, was, die benutzen Lachgas, muss ich da lachen oder so? Nee, also beim Lachgas muss man nicht lachen. Schade, ne? Also wäre natürlich schön. Aber ja, also Lachgas war früher mal in den Kreissälen und ist dann irgendwann aus den Kreissälen rausgeflogen, weil man hatte früher im Prinzip so ein Riesengerät und da war halt Sauerstoff und das Lachgas drin und dann konnte man halt je nachdem am Rädchen drehen und je nachdem, wie viel die Frau braucht, hat man halt das Lachgas höher gedreht und oder hat das Lachgas halt ein bisschen runtergedreht. So, und damit dieses, ich stell mal selber ein, nicht mehr funktioniert, gibt es halt mittlerweile, und deswegen ist es tatsächlich in den Kreissälen wieder zurückgekommen, eine fest installierte Flasche, wo beides 50-50% enthalten ist und sie sich somit halt letztendlich gar nicht an irgendwelchen Schräubchen irgendwie mehr hier, mehr da geben können, sondern es ist 50-50% eine Flasche und es kommt immer das Gleiche, sag ich mal, raus. Und Sie brauchen auch keine Angst haben, dass Sie da irgendwie bei wegschlafen oder so. Sie müssen halt diese Maske auf Nase und Mund halten, also wirklich hier drüber und einatmen, weil dann öffnet sich erst das Ventil des Lachgas und dann strömt Lachgas zu Ihnen ein. Also sprich, wenn Sie die Maske weghalten oder selbst wenn Sie, manche Frauen zwischen den Wehen sind so müde, dass sie halt auch einschlafen, also dann fällt Ihnen die Maske aus der Hand und dann atmen Sie einfach normale Raumluft und bekommen dann auch kein Lachgas mehr dazu. Ja, noch eine nächste Frage. Vier nächste Fragen. Also vier? Oh Gott. Vier, ja. Ich sollte nicht so lange antworten. Also, ich bin in der 39. Schwangerschaftswoche, Schmerzen im Becken und Kreuzbein, bin 4 cm geöffnet, sollte warten, bis stärkere Wehen kommen. Wann soll ich mich spätestens melden, wenn die Wehen nicht kommen? Wenn die Wehen nicht kommen, okay. Also ein schöner Befund. Und ja, das ist natürlich, ich habe jetzt gedacht, die Frage zielt eher dahin, wann soll ich kommen, weil ich habe ja schon Schmerzen und ich soll warten, bis sie mehr werden. Das ist immer schwierig und das betrifft leider so die eine oder andere Frau, die immer mal wieder Wehen hat und nicht weiß, wann ist jetzt so der richtige Zeitpunkt. Also ich sag mal so, um das kurz zu erwähnen, wenn Sie das Gefühl haben, zu Hause nicht mehr irgendwie sich sicher zu fühlen oder wie auch immer, kommen Sie ruhig zu uns. Wenn das dann ein Fehlalarm ist oder wenn wir absprechen, Sie können noch mal nach Hause gehen, ist das kein Problem. Wir sind eh immer hier. Also Sie können jederzeit kommen, Sie müssen auch nicht vorher anrufen. Für uns ist das ganz normal. Ja, wann ist es zu spät? Also... Also ich sag mal so, also letztendlich wartet man ja eigentlich, wenn jetzt nichts ist in der Schwangerschaft, also sprich, Ihnen geht's gut, dem Baby geht's gut, es sind keine Besonderheiten in der Schwangerschaft gewesen, dann kann man gut bis zu 10 Tage über den errechneten Termin gehen. Und dann muss man halt drüber reden, dass man dann eventuell die Geburt mal so ein bisschen anstupst und mal guckt, ob sie nicht langsam anfangen zu laufen. Ich sag's mal so. Aber bis dahin haben wir eigentlich Zeit. Also, und bis dahin könnte man auch auf eigene Wehen warten, wenn alles gut ist, vorausgesetzt. Vielleicht in dem Kontext dann auch die Frage, in welcher Schwangerschaftswoche sollte man sich anmelden und benötigt man eine Überweisung? Ja, also die Anmeldung, das war eigentlich das, womit ich anfangen wollte vorhin. Also anmelden zur Geburt, das machen wir in der Hebammensprechstunde. Jetzt in der Hebammensprechstunde hört sie natürlich so örtlich an. Ja, das war ja auch vor Corona hier vor Ort, damit man sich ein bisschen kennenlernen konnte, mal ein bisschen quatschen konnte und mal gucken, wo die Reise so hingeht. Und gleichzeitig konnte man sich dann hier anmelden. Das machen wir zurzeit tatsächlich noch telefonisch und zwar am besten so ab der 32. Schwangerschaftswoche. Weil dann alle Daten, die wir zum Beispiel auch benötigen für die Anmeldung in Ihrem Mutterpass stehen, dann ist halt ein Großteil der Schwangerschaft schon rum. Dann hat man vielleicht auch jetzt so Fragen schon zur Geburt oder in die Richtung, die man dann zusammen klären kann. Aber
ich sag mal so, wenn es Ihnen ganz brennt in der 25. oder 26. Schwangerschaftswoche, auch dann machen wir noch Termine. Also die 32. Woche ist für uns halt nur wegen der Werte im Mutterpass, aber das kann man auch nachtragen. Also wenn Sie vorher schon Fragen und so haben oder gerne was besprechen wollen, dann geht das auch vorher. Dann wäre es halt nur ratsam, Sie würden bei uns im Kreißsaal anrufen. Ich sage es jetzt mal einmal kurz: 021 61 668 und dann die 21 58 für den Kreißsaal. Dort müssen Sie sich einen Termin geben lassen, damit meine Kollegin Sie halt zu der Zeit, die Sie ausgemacht haben, zurückrufen kann. Und dann besprechen Sie dort alles mit ihr. Alle Fragen und die Anmeldung. Eine der Fragen war dann auch, ab wann darf der Mann begleiten? Ab einer bestimmten Phase der Geburt oder auch schon zu Beginn der Einleitung? Ja, also bei der Einleitung darf Ihr Mann auch schon dabei sein. Das Einzige, wo wir halt sagen, bitte die Begleitperson vielleicht nochmal zu Hause lassen oder auf sie warten lassen in der Eisdiele, die übrigens sehr gut ist gegenüber des Krankenhauses, ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel zur CTG-Kontrolle zu uns kommen, am Wochenende, wenn Sie über den Termin gehen oder Ihr Gynäkologe was kontrolliert haben möchte. Also wenn es noch nicht direkt um die Geburt geht, dann bitten wir Sie, alleine hochzukommen. Und wie gesagt, dass Ihre Begleitperson dann entweder zu Hause ist oder in der Eisdiele oder wo auch immer. Aber wenn Sie kommen und eingeleitet werden sollen müssen, dann darf Sie jemand begleiten, auf jeden Fall. Und zur Geburt, wie gesagt, sowieso, klar, von Anfang an. Wie ist das auf der Wochenstation? Muss man da genug Masken zum Wechseln dabei haben oder werden diese gestellt? Weißt du das überhaupt? Nie. Das weiß ich leider nicht. Dann beantworten wir die Frage beim nächsten Live-Video. Genau, beim nächsten Live-Video ist meine Kollegin, die Frau Schluckebier von der Wochenstation dabei. Da muss da die Frage beantwortet werden, weiß ich wirklich nicht. Jetzt kam noch eine etwas ausführlichere Frage. Ich lese das nicht alles vor, sondern fasse das zusammen. Stichwort Hebammen-Wochenbettpflege. Da sucht also jemand, wir haben also schon mit über 70 Hebammen gesprochen, und hätten also gehört, dass das hier bei uns sozusagen im Care-Paket mit drin ist, beziehungsweise wir da jemanden empfehlen und mit an die Hand geben können. Vielleicht kannst du da mal ein paar Infos zu geben. Ja, es ist auch tatsächlich schwierig, eine Nachsorgenhebamme zu bekommen. Für alle, die eine haben, herzlichen Glückwunsch. Das ist leider wirklich ein leidiges Thema für viele Frauen. Das ist auch wirklich traurig. Aber es ist nun mal so. Und deswegen haben wir hier am Haus die Frau Nopper. Das ist eine Kollegin, die Räumlichkeiten hier hat und die von montags bis freitags Termine macht für die Frauen, die im Wochenbett keine Hebamme bekommen haben. Das einzige Häkchen, sag ich mal, was da natürlich oder Nachteil, der da ist, dass sie zu uns kommen müssen, beziehungsweise zu Frau Nopper kommen müssen. Also sie kommt nicht zu Ihnen nach Hause, sondern das ist eine Sprechstunde. Es ist aber in der Regel unkompliziert. Das heißt, wenn Sie entbunden haben und was weiß ich, sag mal, Sie haben Montag entbunden und dann rufen Sie Dienstag schon an und sagen, ich komme morgen raus, kann ich vielleicht übermorgen bei Ihnen einen Termin haben. Das geht relativ unkompliziert. Das Einzige, wo halt keine Sprechstunde ist, ist dann halt samstags und sonntags. Gut, dafür sind wir natürlich dann auch noch im Notfall da, wenn irgendwas ist mit dem Kind oder wenn Sie was haben. Sie können jederzeit vorbeikommen. Das ist entweder in die Kinderklinik zu uns oder halt zu uns, zu den Gynäkologen oder wenn auch irgendwelche Brustfragen, Abstillen, Milchstau, was auch immer oder Anlegeschwierigkeiten, auch dann können Sie natürlich anrufen, nachfragen oder halt auch vorbeikommen. Ansonsten, wie gesagt, von Montag bis Freitag fängt und versucht die Frau Nopper genau die abzufangen oder aufzufangen, die Schwierigkeiten vielleicht oder Fragen im Wochenbett haben beim ersten Kind. Hat man ja doch dann viele, viele Fragen und möchte sich vielleicht nicht in die Kinderarztpraxis setzen oder zum Gynäkologen mit dem Neugeborenen und dann geht das relativ unkompliziert. Wie lange bleibt man nach einer Geburt im Krankenhaus? Ja, also nach einer normalen Geburt bleibt man so im Schnitt 3 Tage im Krankenhaus. Vorwegzunehmen, kommt immer wieder die Frage, und im Moment ist es auch wirklich viel, viel öfter als vor Corona-Zeiten noch. Ja, wir machen auch
die sogenannte ambulante Entbindung. Bei uns heißt das halt kurzstationäre Entbindung, weil sie wirklich ja auch kurzstationär bleiben. Da kommt es halt immer darauf an, ist bei der Geburt alles okay gewesen. Normalerweise ist es so, dass man dann 4 Stunden nach der Geburt nach Hause kann, wenn mit dem Kind alles gut ist, wenn mit Ihnen alles gut ist. Wenn man zum Beispiel eine sogenannte Periduralanästhesie hatte, sind es dann 6 Stunden, aber sowas geht auch. 3 Tage nach einer normalen Entbindung und nach einem Kaiserschnitt bleibt man in der Regel 5 Tage. Wird während der Geburt trotzdem der Laser angeboten für stillende Mamas? Während der Geburt? Habe ich das richtig verstanden? Nee, während Corona, sorry. Ach so. Wird während Corona trotzdem der Laser angeboten? Ja, ja. Also nicht während der Geburt, das machen wir während der Geburt nicht, aber auf der Wochenstation, ja, wird das gemacht. Mhm. Ja. Wochenstation, das ist zwar das Thema für das nächste Live-Video, aber trotzdem wollen Sie jetzt ein paar wissen, Familienzimmer. Ja. Ist auch immer wieder ein schönes Zimmer, ein schönes Thema, weil es auch immer wieder kommt. Und es ist auch genauso brennend mittlerweile wie die ambulante Geburt. Seit Corona ist es irgendwie, möchte man entweder mit seinem Partner, Partnerin in einem Zimmer sein oder halt lieber wieder direkt nach Hause. Ich kann es auch verstehen. Also sicherlich nochmal zu dem Corona und zu dem Schnelltest. Jeder, der ins Haus kommt, wird mittlerweile getestet. Wir werden regelmäßig getestet. Dennoch, ein gewisses Risiko, wissen wir alle, bleibt. Und deswegen kann ich es auch gut verstehen, dass man vielleicht sich etwas scheut, mit einer anderen Frau, Patientin auf einem Zimmer zu sein, wobei, wie gesagt, alle getestet werden. Aber Familienzimmer, ja. Also wir bieten Familienzimmer an. Nun sind wir ja kein Hotel, sondern ein Krankenhaus. Und wenn es dann halt so Tage wie heute gibt, wo viele Frauen ihre Babys schlüpfen lassen wollen, dann ist irgendwann die Station natürlich auch gefüllter, sagen wir mal so. Und dann kann es gut sein, dass wir auch mal in einen gewissen Engpass mit den Familienzimmern kommen. Das ist nie wirklich lang, also wir sagen dann schon immer der Station Bescheid, ich habe hier eine Aufnahme, hätte gerne ein Familienzimmer. Wenn die sagt, nee, geht im Moment nicht, dann kommen Sie auf eine Liste und dann ist es ganz oft am nächsten Tag möglich, weil, wie Sie schon sich vorstellen können, wenn jeder so 3 Tage ungefähr im Haus ist, dann ist die Fluktuation natürlich relativ groß, also man geht Gott sei Dank schnell wieder nach Hause, wenn alles gut ist, und somit werden auch immer schnell wieder Zimmer frei oder man schiebt halt ein bisschen was oder so. Manche Partner bleiben dann halt auch nur eine Nacht im Familienzimmer, dann wird das wieder frei. Also es kann gut sein, dass wir das hinbekommen, sofort von Anfang an. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass wir vielleicht einen Tag oder vielleicht, wenn sie in der Nacht entbinden, dass die Schwestern sagen, jetzt können wir nicht umschieben, schlafen alle, dass das erst am nächsten Tag geht, also dass sie ein bisschen drauf warten müssen. Das kann gut sein, ja. Kostet 75 Euro für den Partner. Das ist im Prinzip das, was Sie als Begleitperson, wenn Sie mit Ihrem Kind in der Kinderklinik wären, was das Haus von der Krankenkasse kriegt, also das ist eigentlich nicht mehr. Sie werden davon aber auch, muss ich dazu sagen, versorgt. Ne? Also Sie müssen sich nicht Ihr Essen gegenüber in der Pommesbude holen, sondern Sie bekommen von uns auch Essen und darf man natürlich nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen, von Anfang an so eine Art Säuglingspflegekurs. Also Sie sind dann fit, wenn sie nach Hause gehen, und zwar beide, also es kann sich da keiner rausreden. Jeder kann Windeln wechseln, jeder kann mit dem Nabel umgehen. Ja, also das ist auch wichtig. Werden Neugeborene eigentlich auch getestet hier, während sie so lange auf Station sind? Nee. Ich kann es mir jetzt auch gar nicht vorstellen, wie, wenn ich ehrlich bin. Nee. Es gibt ja den neuen Test, der angeblich nur noch im vorderen Nasenraum der Abstrich genommen wird. Ne? Aber ja, wenn ich ganz ehrlich bin, warte ich sehnsüchtig drauf, weil wir werden hier, wie gesagt, regelmäßig kontrolliert und ja, ich warte sehnsüchtig drauf, dass meine Nase... Ja, aber nein, nee, also die Säuglinge werden nicht getestet. Jetzt mal eine Frage nochmal. Werden die Zimmer, also die Nicht-Familienzimmer natürlich zurzeit mehrfach belegt?
die nicht Familienzimmer mehr verpflegt. Also normale, also nicht Familienzimmer quasi. Mit Zwei-Bettzimmer haben wir, ja. Also Zwei-Bettzimmer. Gut. Also jetzt nicht mit Vieren oder, nee, also zwei. Ja. Ganz normal, Zwei-Bettzimmer. Genau. Ach so, ja, und ach, ich weiß, worauf die Frage hinaus will, sicherlich, ne? Also ich hatte ja von Stoßzeiten geredet und so. Wir können auch immer noch auf unsere Nachbarstation, das ist zwar die gynäkologische Station, aber wenn es alles gar nicht hilft, weichen wir auch auf die gynäkologische Station aus. Also Sie müssen jetzt nicht mit vier Leuten in einem Zimmer sein, das wäre auch jetzt, das wollen wir nicht. Das Witzige ist, dass gerade die Stationsleiterin der gynäkologischen Station zugeschaltet hat. Ah, hallo Dina. Kann sie mir ja helfen. Wie war denn nochmal die Frage? Es sind jetzt im Moment keine weiteren Fragen mehr. Ja, ja, also ich glaube, wir liegen auch eigentlich ganz gut in der Zeit. Sie haben viele, viele Fragen gestellt. Ich überlege gerade noch mal ganz kurz, ob das soweit auch alles war, was ich mit Ihnen bereden wollte. Wir hatten die Familienzimmer, die Anmeldung, die Corona-Regeln. Ich glaube, einzig und allein, was ich jetzt noch sagen kann, dann ist nämlich auch die halbe Stunde rum. Das geht immer wirklich rasend schnell. Und das ist auch das Schöne, weil Sie nämlich so viele Fragen haben. Das ist für mich immer viel, viel schöner, als wenn ich hier irgendwie einen Monolog halte und Ihnen erzähle, was ich so schön hier an unserem Kreißsaal finde. Ich meine, wir wären schnell durch, ich würde sagen einfach alles, aber, aber es ist so, ist es viel schöner. Also so erfahren Sie ein bisschen was ich so erzähle und ich erfahre auch so ein bisschen was Sie so an Sorgen oder Fragen haben. Das ist immer schöner und deswegen finde ich das toll. Bleiben Sie dabei, stellen Sie viele Fragen. Das, was ich Ihnen aber jetzt noch sagen kann, ist, dass unser nächstes Live-Video am Donnerstag, den 18. März, mit der Frau Schluckebier, Leitung von der Wochenstation, die gerade zugeschaltet hatte, stattfindet. Und das Thema der Wochenstation ist vom Check-in bis zur Stillberatung. Also auch ein wichtiges Thema. Und dann bin ich wieder dran am ersten Mittwoch im April, das ist der 7. April, auch wieder um 18 Uhr, also immer die Termine um 18 Uhr. Und dann, ich will es jetzt gar nicht versprechen, weil ich weiß es natürlich nicht, aber wenn ich jetzt Ihnen sage, dass in der ganzen Corona-Zeit, seitdem wir diese Online-Geschichten hier machen, das erste Mal der Kreißsaal so gefüllt ist, dass wir keinen Raum bekommen haben, dann hänge ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich verspreche Ihnen jetzt dennoch, wir machen am 7. April eine Kreißsaalführung, damit Sie nicht nur das Büro meines Chefs sehen, auch wenn es hier sehr bequem ist, aber damit Sie auch mal wieder was vom Kreißsaal sehen und ein bisschen ich in Aktion treten kann. Das mag ich auch ein bisschen lieber, als hier nur zu sitzen. Und ich zeige Ihnen einfach mal so ein bisschen, was man unter der Geburt mit dem Kreißsaal so machen kann. Ja, und darauf freue ich mich schon. Schön, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass wir uns bald live sehen und ich sag mal bis dann. Tschüss!